Hallo, ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu unserem Format Der Sinn des Lebens. Und heute haben wir wieder ein spannendes Thema. Es geht um die Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse ist heutzutage in aller Munde und es gibt viele Methoden, wie wir die Zirbeldrüse wieder aktivieren können, wie wir sie unterstützen können. Und ja, wir werden in diesem Gespräch jetzt, in diesem Interview, uns einmal darüber unterhalten, welche Bedeutung hat denn die Zirbeldrüse für unsere Gesundheit? Welche Bedeutung hat sie? Und wenn ich sage Gesundheit, dann meine ich natürlich nicht nur die physische Gesundheit, sondern auch die geistig-seelische, die mentale Gesundheit. Das gehört auch dazu. Und wenn ich Gesundheit sage, dann meine ich einfach die Balance all dieser Ebenen. Und jetzt freuen Sie sich mit mir auf meinen Gast, Nikolaus Lackner, und auf ein spannendes Interview. Wir starten gleich. Herzlich willkommen, lieber Nikolaus Lackner. Willkommen, dankeschön. Gründer des Unternehmens Blooming Life. Und du hast dich heute bereit erklärt, mit mir ein paar Sätze über die Zirbeldrüse auszutauschen. Wir wollen uns einfach einen Überblick verschaffen, welche Bedeutung hat sie, was ist es denn überhaupt und wie können wir unterstützen, dass sie ihren besten Beitrag leisten kann in unserem System. Was oder beziehungsweise wie würdest du die Zirbeldrüse jetzt einfach mal beschreiben? Nicht nur zwingend aus dem medizinischen Kontext, sondern einfach, was ist die Zirbeldrüse? Wo ist sie lokalisiert? Das kann durchaus sein, dass der ein oder andere Zuschauer oder die Zuschauerin ja noch gar nicht wissen, was ist denn die Zirbeldrüse? Vielleicht hört man das erste Mal, was ich wenig glaube, aber wir würden trotzdem gern kurz darüber aufklären. Ja, zum Glück kommt die Zirbeldrüse ja immer mehr ins Bewusstsein und wie du sagtest, sie wird immer mehr zum Thema und das ist auch ganz, ganz wichtig. Rein medizinisch hat die Zirbeldrüse ganz wenig Bedeutung und wird fast nicht beachtet. Aber die Funktion, die die Zirbeldrüse wirklich hat für unsere physische Gesundheit, aber auch für die Wahrnehmung, für das Erkennen und vor allen Dingen die Anbindung an uns selbst, ist sie unerlässlich. Und ich würde sogar so weit gehen, um zu behaupten, die Zirbeldrüse ist wirklich der Chef zwischen den Ohren und ganz, ganz wichtig für unseren eigenen Prozess. Die Zirbeldrüse ist verantwortlich für so viele Prozesse im physischen Körper. Sie ist der Boss sozusagen der Drüsen, ja, und viele, viele andere Prozesse, die ja essentiell sind für uns. Aber vor allen Dingen ist sie auch eine Art Antenne, ein Empfänger und ein Übersetzer, nämlich von Informationen, von Dingen, die wir wahrnehmen, auch von kosmischen Informationen. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass wir diese Zirbeldrüse wieder richtig einordnen, sie verstehen und darauf achten, dass es ihr gut geht und dass sie in ihrer vollen Entfaltung ist. Weil wenn wir uns vor Augen halten, dass wenn ein Baby geboren wird, ja, die Zirbeldrüse um ein Vielfaches, zum Teil um das Zehnfache, größer ist, ja, als bei einem erwachsenen Menschen in unserer Zeit, dann wissen wir, dass die Zirbeldrüse im Laufe der Zeit immer mehr verkümmert ist und dass ein Erwachsener nicht in diesem Sein ist wie ein Neugeborenes, ja, das wirklich noch die totale Anbindung hat, ja, dann wissen wir, was wir zu tun haben, nämlich die Zirbeldrüse von allen Verschlackungen, Verkalkungen von Giftstoffen zu befreien und sie wieder vollends zu aktivieren. Also die Zirbeldrüse sitzt ja im Gehirn, ne? Und ich habe auch gelesen, dass sie im Laufe der Evolution auch insgesamt geschrumpft ist, ne? Also nicht nur im Laufe eines Lebens, dass sie sich im Laufe des Erwachsenwerdens, sagen wir mal so, verkümmert. Und der Körper ist ja so ein Energiesparsystem, also alles, was nicht genutzt wird, verkümmert, wie Muskulatur zum Beispiel. Ja. Und das lässt letztendlich darauf schließen, dass wenn eben die Zirbeldrüse von uns nicht genutzt wird, bewusst oder unbewusst, wie auch immer, dass sie dann verkümmert.
Ne? Ganz genau, du hast das richtig auf den Punkt gebracht. Mhm. Ja, nutzen wir unsere Muskeln nicht, dann verkümmern sie. Ja, nutzen wir unsere Werkzeuge nicht, ja, dann verkümmern sie. Und das ist eben schade. Viele Dinge unserer Zeit, ob das die Ernährung ist, ob das Aluminium ist, diverse Giftstoffe, ob das so viele Dinge. Ich denke, die meisten Menschen, die zusehen, die wissen, worum es hier geht. Die beeinflussen unsere Zirbeldrüse. Ganz stark auch der Mobilfunk. Ja, der Mobilfunk lässt unsere Zirbeldrüse verkümmern. Ja, und wir müssen uns nur vor Augen halten, wenn wir telefonieren, haben noch die meisten Menschen das Handy direkt am Ohr. Ja, diese Frequenzen, die gehen direkt in unser Gehirn und natürlich auch in die Zirbeldrüse. Und das führt dazu, dass wir die Anbindung und das Wissen über uns selbst immer mehr verlieren. Ja, wenn wir die Zirbeldrüse wirklich nutzen würden in ihrer vollen Größe, dann würde jeder Mensch ganz, ganz viel wahrnehmen. Jeder Mensch würde viele Informationen, die in sein Feld kommen, auch kosmisch, übersetzen können, ja, und sofort wissen, was zu tun ist, gut geführt sein und wirklich angebunden sein, ja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sie schützen und pflegen und wieder aktivieren. Wie tun wir das natürlich? Der Same ist immer in erster Linie die Absicht, ja. Wenn wir uns zum Beispiel visualisieren, jeden Morgen, jeden Abend, verbinden wir uns mit der Zirbeldrüse. Das wäre dann das aktive Benutzen eben, ne? Wie richtig, einen Muskel, einfach oder? Das Anregen, das Trainieren, ja. Mhm. Und wir gehen einfach in die Absicht, dass die Zirbeldrüse wieder ihre volle Kraft entfaltet, ja, ihre volle Größe entfaltet und wieder in vollem Umfang uns ihre Dienste zur Verfügung stellen kann. Mhm. Ja. Wenn wir uns die Zirbeldrüse in gleißendem Licht vorstellen und sich dieses Licht multidimensional einfach ausdehnt in unserem Kopf, ja, dann ist es eine einfache Methode, um die Zirbeldrüse wieder zu aktivieren. Mhm. Ja. Da kommt auch wieder das Prinzip Beachtung schafft Verstärkung ganz gut zur Geltung in diesem Zusammenhang. Also wem oder was ich Beachtung schenke, das verstärkt sich. Ja. Und das kann man hier auf ganz einfache Art und Weise in Eigenregie tun, schon mal als erste Maßnahme, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Ne? Das steht jedem zur Verfügung. Ganz genau. Und wenn man sich mal vorstellt, also nur um es nochmal einfach ins Bewusstsein zu bringen, ne? in früheren, ich weiß nicht wie lange zurück, aber Jahrhunderten, Jahrtausenden war die Zirbeldrüse mehrere Zentimeter groß und heute sind es ja nur noch wenige Millimeter. Also wenn man sich das mal vor Augen führt, ne? Also diese Dimension, um die diese Schrumpfung stattgefunden hat. Und wenn man denkt, wenn wir mal zurück überlegen, wir haben ja fantastische Zivilisationen schon hinter uns, was die alles geschaffen haben, ohne spezifische Werkzeuge. Man streitet natürlich immer noch, woher kommen die ganzen Errungenschaften, aber kommen sie vielleicht aus ganz anderen Ebenen, aber können natürlich auch dadurch gekommen sein, dass man noch die gute Anbindung hatte und dadurch über dieses kosmische Wissen verfügte und die Dinge schaffen konnte, wenn wir in die Maya-Kultur schauen oder zu den Ägyptern. Ne? Ich bin sogar der Meinung, dass alle großen Dichter, Musiker, Ingenieure diese Informationen gechannelt haben. Mhm. Und channeln bedeutet nicht, so im klassischen Wege eine Eingebung zu bekommen. Channeln bedeutet, oder channeln heißt für mich in erster Linie angebunden zu sein, ja, verbunden zu sein mit der Quelle, auch mit sich selbst. Und in dieser Anbindung fließen dann die Informationen, die durch diese Essenz jetzt kommen dürfen. Das ist meine persönliche Meinung und die teile ich auch mit vielen anderen Gleichgesinnten und auch meine Erfahrung. Ja, je angebundener ein Mensch ist, umso mehr können seine individuellen Gaben, die durch ihn oder durch sie auf diese Welt kommen dürfen, auch wirklich kommen. Ja. Mhm. Und es geht ja auch nicht nur um Momentaufnahmen, dass ich mal für einen Moment angebunden bin, sondern am besten das stetige Angebundensein und niemals diese Anbindung zu verlieren. Natürlich sind wir auch stetig angebunden, aber eben dieses Bewusste, stets angebunden zu sein einfach dann empfänglich zu sein für Informationen, die mir und allem,
was ich tue oder was ich auch an Wertschöpfung mache, dann letztendlich dienlich sind. Ne? Ja, genau, ja. Gut, also wir können die Zirbeldrüse einmal durch die bewusste Absicht unterstützen, sagtest du. Wir können sie natürlich auch durch Ernährung, da gibt es auch schon viele Forschungen dazu, ne? Ja. Also positiv beeinflussen. Ja. Magst du da auch was dazu sagen? Gerne. Spezifisch? Also es gibt mittlerweile recht viele Möglichkeiten. Mhm. Unter anderem gibt es auch flüssiges Zeolit. Ja. Genau, ja. Das ist hauptsächlich zur Entschlackung, ne? Und zur Entgiftung. Ganz genau, ja. Aber das Ganze funktioniert natürlich auch mit Information. Mhm. Ja. Information ist generell ein Bereich, der immer noch natürlich von der klassischen Schulwissenschaft nicht beachtet wird, ja. auch nicht anerkannt wird. Das muss man immer dazu sagen, aber es ist ein Bereich, der einfach funktioniert, ja, der vielfach auch bewiesen ist, dass er funktioniert. Auch Homöopathie funktioniert ja mit Information. Es sind einfach gewisse Potenzen von einem Mineralstoff zum Beispiel in den Globuli enthalten. Oder Menschen, wir kennen das ja, die sich nur von Licht ernähren. Mhm. Ja, wie machen denn die das? Natürlich ist das erwiesen mehrfach. Sie ernähren sich aus den Informationen des Lichts, nur über das Licht. Und die nehmen zum Teil auch monatelang kein Wasser zu sich. Ja. Ja, was ja klassisch die Meinung ist, nach 3 Tagen ist man vertrocknet, verdurstet und dehydriert und kann nicht mehr weiterleben in diesem Körper. Es funktioniert also über Information. Und über diese Ebene ist ganz, ganz viel möglich. Mhm. Ja. Und genauso kann man über Information die Zirbeldrüse wieder vollkommen reinigen und in ihre ursprüngliche Größe bringen. Und das muss auch nicht unbedingt mit hartem Training verbunden sein, ja, dass man den ganzen Tag nur ganz verbissen jetzt sagt, Zirbeldrüse, werde wieder groß und nimm deine volle Funktion ein. Nein, es geht auch einfach. Es gibt zum Beispiel auch Hilfsmittel und Werkzeuge, wie zum Beispiel den Sternenlotus, der die Zirbeldrüse wieder aktiviert, der sie befreit von allen Schlackenstoffen und der sie sukzessive wieder öffnet, ja, auch wieder im entsprechenden Rhythmus und Seelenplan des jeweiligen Menschen. Würde das ersetzen beispielsweise Zeolit oder sowas, wenn ich jetzt tatsächlich eine Verkalkung in meiner Zirbeldrüse hätte, aus deiner Erfahrung? Wir haben die Erfahrung, dass es auf mehreren Ebenen funktioniert. Mhm. Ja. Mhm. Also der Sternenlotus ist sicherlich nicht das einzige Werkzeug, mit dem man die Zirbeldrüse aktivieren kann. Es gibt viele Möglichkeiten. Die besten Optionen hat man natürlich immer, wenn man beide Sachen kombiniert oder vielleicht mehrere Sachen miteinander kombiniert. Mhm. Bitte dabei immer nach Gefühl gehen. Ja. Mhm. Das eigene System nicht überfordern. Das ist immer ganz wichtig. Ich sage immer zu Menschen, die zu mir kommen, bitte hört auf euer Gefühl. Ihr wisst ganz genau, was für euch in diesem Moment gut ist. Und wenn es euch nicht gut tut, wenn es euch überfordert, dann bitte fahrt einfach zurück. Ja, achtet auf euch und hört auf euch. Ja, verbindet euch mit eurem Gefühl, das zu euch spricht. Aber in der Regel ist es so, dass wenn der Sternenlotus angewendet wird, die Zirbeldrüse, ja, gereinigt wird, wieder in ihre Größe kommt und man erreicht das natürlich umso schneller, je mehr von diesen wunderbaren Sachen man anwendet. Meine Frage an dieser Stelle wie immer, ne? Wir sprechen von Sternenlotus und derjenige, der uns jetzt vielleicht das erste Mal sieht, der weiß noch gar nicht, worüber wir hier sprechen. Was ist das? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein Ding oder ist das etwas, was ich nur im Geiste praktiziere? Wie auch immer, zeig uns doch mal den Sternenlotus, von dem du gesprochen hast. Also ich habe eine Sternenlotus hier bei mir umhängen. Ja. Genau. Ich kann dir mal kurz vorzeigen. Das ist ein Anhänger. Aber es ist nicht der Anhänger als solches, sondern der Sternenlotus ist hier drin in den Anhänger eingefasst. Gell? Das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber mehrere Produkte oder Ausführungen des Sternenlotus, egal für welche Anwendung. Ja, ob das ist halt sehr praktisch. Hier habe ich es am Körper direkt. Richtig, und, ganz genau. Schaffe
direkt jetzt erstmal schon ein tolles Vitalfeld, ne, für den physischen Körper. Genau, und es sind alle Informationen am Sternenlotus direkt im System, ja, unter anderem auch für die Zirbeldrüse. Ach ja, ja. Okay, genau, das wäre die Frage gewesen. Und die Zirbeldrüse ist das eine, und hier haben wir natürlich den anderen ganz wichtigen Aspekt in uns, das Herz, das Herzchakra auch. Und diese beiden in Kombination, Zirbeldrüse und Herz in Verbindung, sind letztendlich der Schlüssel für diesen sogenannten Aufstieg, ja, wenn man den so bezeichnen kann, oder das Wiedererinnern an uns selbst, ja, und unsere eigene Größe zu erkennen und sie dann auch zu leben. Wenn die Zirbeldrüse intakt ist und wir erhalten Informationen, ja, zum Beispiel kosmische Informationen, dann benötigt es auch ein offenes Herz, um diese Informationen auch in uns zu integrieren und letztendlich durch unser System leiten zu lassen in die Erde, diese Informationen auch zu erden und hier zu verankern. Ja, das ist ganz wichtig für uns, weil wenn wir das, was hier kommt, durch uns nicht erden und sozusagen auf die Piste, auf den Boden bringen, ja, dann sind diese Informationen umsonst. Ja, oder flüchtig, ne? Und ganz genau, ja, wir können damit nicht arbeiten. Ja. Wir müssen also immer schauen, dass wir die kosmischen Ebenen und die irdischen, also die Materie auch, miteinander verbinden. Sie sind gleich, sie sind gleichgültig, ja, nicht gleichgültig im Sinne von egal, sondern auf gleicher Ebene gültig. Ja. Es ist beides Teil der Schöpfung, es ist beides, wir sind das auch, ja, und von daher, ist, wenn man den Sternenlotus hier am Herzen trägt, für beide Ebenen, Herz und Zirbeldrüse, natürlich die optimale Voraussetzung gegeben. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, ne? In der Nähe des Herzens zu tragen. Ja. Ich habe den Link von der Website, wo ich immer mal drauf schaue, wo einfach die Bevölkerungszahlen, also die Weltbevölkerungszahlen gelistet werden, Todesursachen werden gelistet in einer Rangfolge. Was ist die meiste, oder wie sagt man denn, die am weitesten verbreiteste Todesursache, und da gehören die koronaren Herzerkrankungen tatsächlich zur Nummer eins. Und deswegen ist das also wenn nicht am Herzen, wo sonst, ist es hier am wichtigsten, etwas zu tun fürs Vitalfeld, ne? Ja. Und ja, Herzchakra ist natürlich auch die Selbstliebe, ne, woran wir alle Mangel haben, und ich glaube sicherlich ausnahmslos. Ja, also der eine mehr, der andere weniger, ne? Aber deswegen finde ich es einfach umso wichtiger, also so ein Element oder so ein Tool dann auch wirklich am physischen Körper zu tragen, ne? Wenn es auch um die Zirbeldrüse geht. Jetzt habt ihr aber auch noch weitere Varianten dieses Sternenlotus für unterschiedliche Lebensbereiche. Vielleicht gehen wir da auch noch mal drauf ein, weil auch wenn wir wahrscheinlich Nahrung vitalisieren, oder ich sage eher gerne Lebensmittel, das hat ja auch einen Einfluss wieder auf die Zirbeldrüse. Unbedingt. Na? Ja. Also habt ihr da auch was für Nahrung? Grundsätzlich muss man dazu sagen, ist die Basisprogrammierung aller Sternenlotus-Produkte sehr ähnlich. Okay. Ja. Mhm. Allerdings gibt es unterschiedliche Ausrichtungen. Jedoch kann jedes Sternenlotus-Produkt alle Lebensmittel innerhalb von wenigen Sekunden vollumfänglich vitalisieren. Das bedeutet, rechtsdrehend machen, alle Flüssigkeiten hexagonalisieren. Mhm. Ja. Dadurch wird die Nahrung, egal ob Getränk oder physische Nahrung, bioverfügbar. Ja, bekömmlicher. Die Nährstoffe können besser aufgenommen werden. Das heißt, der Stoffwechsel funktioniert besser. Die Energieproduktion in der Zelle ist eine größere. Die Entgiftung ist eine wesentlich bessere. Die Energieproduktion in der Zelle extrem wichtig, elementar wichtig für die Gesundheit. Ne? Extrem wolltest du mal gesagt haben. Mitochondrien, Batterien. Für das Immunsystem, für unser Lebensgefühl, für unser Lebensglück. Ja. Ja. Aber natürlich auch die Entgiftung, die Versorgung mit allen wesentlichen Nährstoffen, für unser
Wohlbefinden, das Lebensglück. Und deswegen, all diese Prozesse funktionieren besser, wenn die Lebensmittel eine hochschwingende Information tragen. Mhm. Und das ist möglich mit den Sterne-Lotus-Produkten, mit jedem. Mhm. Egal, wo die eigentliche Ausrichtung des Produktes ist, sei es der Sterne-Lotus für das Handy oder für das WLAN, ja, sei es der Sterne-Lotus fürs Auto oder sei es der Sterne-Lotus Stargate, über den wir auch schon gesprochen haben in vorigen Sendungen. Ganz egal, mit all diesen Sterne-Lotus-Produkten können die Lebensmittel vitalisiert und hochschwingend gemacht werden. Mhm. Das Wasser schmeckt weicher, es ist feiner, es ist wesentlich besser bekömmlich, ja, und man muss auch weniger Wasser trinken, weil die Bioverfügbarkeit ja wesentlich höher ist. Ja, ja, auch die hexagonale Struktur, von der du gesprochen hast, ne, ist ja, hat ja auch Bedeutung für unseren physischen Körper. Unbedingt, ja. Das ist wie ein Schlüssel, ja. Wenn das Wasser nicht hexagonal ist, dann kann das Wasser wesentlich schlechter vom Körper aufgenommen werden. Also Bioverfügbarkeit in dem Fall. Genau, ne? Genau. Ja, ganz genau. Und Wasser hat ja so einen elementaren Anteil an unserer Gesundheit. Ja. Wenn wir uns überlegen, dass wir alles, womit wir zu tun haben, reinigen wir und machen wir sauber, unseren Körper vielleicht auch oder normalerweise ja auch von außen, aber nicht von innen. Oder beziehungsweise wir legen da zu wenig Wert drauf. Also die meisten Menschen, mit denen ich spreche, die trinken zu wenig. Und wenn ich frage, warum, dann ja, es ist zu langweilig, das Wasser. Kann ich gar nicht verstehen. Ja. Weil ich mich schon lange mit gutem Wasser beschäftige und das auch trinke. Und vor allen Dingen komme ich dann dazu, ich gehe davon aus, auch wenn ich es vitalisiere eben mit dem Sternenlotus, dass es dann eben auch besser schmeckt und ich dann auch leichter eben trinken kann. Ja. Ne? Das ist wahrscheinlich auch ein Aspekt. Wir haben Erfahrungen, dass Tiere nur noch der Sternenlotus vitalisierte Wasser trinken. Die spüren das einfach. Und Wasser ist ja sowas von elementar. Wir bestehen im physischen Körper zu 70% aus Wasser. Und all unsere Körperflüssigkeiten und Körpersäfte stehen ja auch für den Lebensfluss. Ja, ja. Blut auch. Das Fließen im Körper, ja, sind wir im Fluss, ja. Mhm. Und wenn dieser Fluss in Stocken gerät, ja, ob das über eine Blutröllchenbildung geschieht, über den Mobilfunk, ja, dass das Blut also verdickt, ja, und die Nährstoffe nicht mehr transportieren kann oder über andere Ebenen, einerlei. Es gibt, wir müssen schauen, dass unser Fluss aktiv ist, ja. Und da ist eine entsprechende Information im Wasser ganz, ganz wesentlich, ja. Selbst ein wichtiger Aspekt ist auch, selbst dass Schadstoffe im Wasser uminformiert werden. Sie sind, sie tragen eine andere Information. Sie sind physisch natürlich nicht weg. Ja, ja. Deswegen empfehle ich auch immer einen Filter zu verwenden, zusätzlich noch. Ja. Mhm. Ein Schwermetall ist ein Schwermetall und es ist im Wasser enthalten. Aber es trägt eine andere Information. Mhm. Und es schwächt uns dann auch nicht mehr auf diese Art, wie es uninformiert der Fall wäre. Du hast ja auch in einer anderen Sendung eben schon gesagt, also auch auf uns einwirkende Handystrahlung oder eben Mikrowellenstrahlung und so weiter und so fort kann verwandelt werden, wenn es wenn ich mich mit einem Vitalfeld über den Sternenlotus umgebe und kann für mich dann also wirkt nicht mehr negativ auf den physischen Körper, ne? Ganz genau, ja. Gerade für Mikrowelle und Induktion gibt es dann Spezialprodukte, weil diese Taktung der Energie sehr, sehr intensiv und stark ist. Und aggressiv wahrscheinlich. Ja, richtig. Aber selbst diese Energien können vollumfänglich zu Vitalenergien transformiert werden. Und das ist sehr einfach mit dem Sternenlotus, ja. Den gibt man einfach an das Gerät, ja, und schon ist das alles erledigt. Das Essen ist vital und die Energien, die der Herd oder die Mikrowelle abgeben, sind auch Vitalfrequenzen. Sie schädigen uns nicht mehr, sondern vielmehr unterstützen uns. Mhm. Das heißt, ihr habt dann sowas zum Aufkleben, also Sternenlotus zum Kleben? Oder man kann sie befestigen. Vorstellen? Es ist kein Kleber, aber man kann sie mit einem Klebeband befestigen, ja, damit sie nicht verloren gehen. Das ist genau, der einzige ja. Zweck. Aber ansonsten hat das Klebeband keine Funktion. Es ist auch kein Kleber. Es ist vielmehr, würde ich mal sagen, ein Kristall, ein lebendiger Kristall. Okay. Aber du sagst auch, man kann den individuell, auch wenn man jetzt nur einen Anhänger hätte, ne, mal angenommen, dann könnte ich den auch, was weiß ich, entweder ins Wasser reinhängen. Es würde wahrscheinlich genügen, es ans Glas zu halten, oder?
Ganz genau. Einfach, wenn ich hier diesen Anhänger habe, ich nehme mein Glas und halte dieses Glas für ein paar Sekunden, in 10 Zentimeter Abstand vor... Also jetzt ohne Mikro vorstellen, bitte. Ohne Mikro, ganz genau. Aber selbst diese Frequenz wird wahrscheinlich positiv verwandelt, oder? Genau, das ist Vitalenergie. Sehr gut. Und jetzt ist alle Information bereits im Wasser und dieses Wasser ist dann hochbekömmlich. Und es tut natürlich was. Also diese, was ich vorhin noch nicht erwähnt hatte, ist, dass die Schwingungsfrequenz eine immens hohe ist. Ja? Wir haben die Bovis-Werte von Wasser in Innsbruck gemessen. Das ist unser Standort. Und die Bovis-Werte lagen circa bei 3000 Bovis. Das ist sehr niedrig. Ja. Alles, was unterhalb von 10.000 Bovis ist, sagen viele Heilpraktiker auch, sind wir bereits im gesundheitsgefährdenden Bereich. Mhm. Leitungswasser habt ihr da gemessen? Ganz oder? Genau. Ja. Ganz klassisches Leitungswasser. Mhm. Wir haben das Wasser dann informiert. Innerhalb von wenigen Sekunden hat das Wasser eine extrem hohe Schwingung. Und eine extrem hohe Schwingung bedeutet natürlich auch, dass niedrig schwingende Aspekte, wie zum Beispiel auch physische Krankheiten und so weiter, in unserem System immer weniger Platz finden, wenn wir permanent hochschwingende Lebensmittel zu uns nehmen. Ja? Also dieser Aspekt der Schwingung, der Frequenz, der Vitalität in allem, was wir zu uns nehmen, nicht nur Wasser, Lebensmittel, aber auch Emotionen, Gedanken oder auch Informationen aus anderen Ebenen oder von anderen Menschen, all das wirkt natürlich in unserem Feld. Also die Frequenzen, ist vielleicht auch noch interessant dazu zu sagen, wirken nicht gegen etwas Spezifisches, wenn wir sagen, also gegen irgendeine Krankheit oder sowas, sondern sie wirken eigentlich für das Gesunde oder für das Gesunde, sie stärken das Gesunde in unserem Körper, sagen wir mal so, ne? Damit sich Gesundheit einfach wieder ausbreiten kann und damit alles andere, wie du gerade schon so schön sagst, weniger Platz hat. Dieser Aspekt gegen, der beinhaltet immer Kampf. Genau. Deshalb, wir nehmen letztendlich nur diese vorhandene Energie, wie in einer asiatischen Kampfsportart, wo oftmals die Energie des Gegners genommen wird. Richtig. Und mit einer eleganten Bewegung nutzt man dessen Energie zur Selbstverteidigung. Aber wir bauen keine Mauern, wie es im Mittelalter der Fall war, weil Mauern bedeutet auch immer Angst zu haben. Ne? Sondern wir sagen, vielen Dank. Wir integrieren alle Aspekte von Energie und nutzen sie nur richtig. Wir nutzen sie bewusst, weil richtig genutzt ist jede Energie zu unserem Wohlbefinden. Genau. Ja. Du hast ja auch gesagt, es wird hier nichts abgeschirmt, was ja auch wichtig ist, weil wir bekommen ja nicht nur negative Energien oder nicht nur negativ benannte Energien aus der Umgebung, sondern ja auch gleichwohl positive Energien. Ne? Und vor denen wollen wir uns auch nicht abschirmen. Genau, also wenn Menschen sich vor allem schützen wollen und wirklich ihr Schlafzimmer vollkommen abschirmen von allem, dann schneiden sie sich auch von der Lebensenergie ab und dann wird es ihnen nicht besser gehen, sondern noch schlechter. Aber die Triebfeder für solche Entscheidungen ist immer die Angst. Ja. Und es gehört ja zum Wesen dieser Zeit auch, die Angst zu erkennen, sie als unseren Lehrmeister zu begreifen, sie dient uns ja letztendlich auch, und an ihr einfach zu wachsen und uns wieder zu erinnern an unsere ureigene Größe. Das ist die Funktion der Angst. Also von daher, von diesem Blickwinkel gesehen, ist sie ein Geschenk. Und wenn wir die Angst dann integrieren, dann verliert sie auch ihren Schrecken. Dann ist sie nicht mehr dieses Element, was uns ängstigt und uns das Leben schwer macht, sondern wir können diese Energie nutzen zu unseren Gunsten. Sie wird also zu einer unterstützenden Energie. Und das ist das Wesen des Sternenlotus. Er nimmt jede Energie und macht sie zu einer unterstützenden Energie. Und das im Außen, auch in der Materie, aber auch in unserem Inneren. Da geht es um das Erkennen auch von unseren eigenen inneren Schatten zum Beispiel oder Programmen, Ängsten, die wir haben. Und das dürfen wir jetzt alles in dieser Zeit erkennen, bewusst loslassen und transformieren, damit wir wieder vollends unsere Größe leben können. Und die Fähigkeit, damit umzugehen, die können wir dadurch erhöhen, wenn wir eben einfach mit unserer Zirbeldrüse, die Zirbeldrüse, unterstützen, auf welchen Wegen auch immer. Ob man jetzt den Sternenlotus nutzt oder andere Wege dafür hat, das ist bleibt ja jedem selber überlassen. Ne?
es ist ein wunderbares Instrument, ja. Einfach nur den Sternenlotus hier ans dritte Auge zu halten. Mhm. Ja, immer mit der Absicht, dass er die Zirbeldrüse aktivieren möchte. Mhm. Ein paar Minuten genügen schon am Tag und dieser Prozess findet statt. Mhm. Sehr schön. Also es ist immer wertvoll, wenn wir wissen, welche Lösungen gibt es für unsere problematischen Umstände. Und was du vorhin noch gesagt hast, eben mit der Angst, ja, das ist immer die Triebfeder, sich vor allem Möglichen zu schützen, vielleicht auch Vorbehalte zu haben vor solchen Technologien, die wir jetzt gerade zum Beispiel vorstellen oder über die wir sprechen. Aber es ist eben einfach wichtig, auf das Gefühl zu hören. Und zum Thema Angst ist es meistens die Angst vor der Angst, ne? Oder ja, eine bestimmte Erwartung zu haben, wie eine Sache ausgeht. Aber da sage ich immer, du weißt es doch noch gar nicht, ob es wirklich so ausgeht. Warum machst du dich im Vorfeld eigentlich schon verrückt? Mhm. Und wenn man weiß, dass der größte Schutz in der Ausdehnung liegt, dann wissen wir, in welche Richtung es gehen darf. Ja? Nämlich in die Ausdehnung, in die eigene Größe. Ja? Nicht im Abschirmen und Kleinmachen. Angst macht klein, Angst macht angreifbar, Angst macht schwach. Die Ausdehnung macht groß und stark. Ja, und genau das macht der Sternenlotus. Er nimmt alle Energien und stellt sie uns als Vitalenergie zur Verfügung, wodurch wir uns alle ausdehnen dürfen in unsere eigene Größe. Vielen herzlichen Dank für das wundervolle Schlusswort. Ich möchte dich noch bitten, sag uns bitte, wo findet man Informationen zu dem Sternenlotus? Ja, auf der Webseite am besten, unter bloominglife.com. Blooming bitte mit dreimal O geschrieben, alles zusammen und das Live mit einem F geschrieben, bloominglife.com. Und wenn es Fragen gibt, bitte anrufen bei uns. Wir stehen jederzeit gerne zur Verfügung und geben alle Auskünfte dazu. Wundervoll. Vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Leider ist die Zeit wieder vergangen wie im Flug. Es ist einfach immer so. Wenn man sich mit positiven Dingen beschäftigt, geht es immer viel zu schnell. So ist es. Ich danke dir für deinen Besuch, lieber Nikolaus. Ich wünsche dir für dein Schaffen und für dein Wirken ganz, ganz viel Erfolg und dass ganz viele Menschen damit in Berührung kommen und ihr Leben verbessern können. Ich danke dir. Danke. Und ich hoffe, wir haben Sie inspiriert, für Ihre Zirbeldrüse zu sorgen und dadurch eben einfach die Möglichkeit, sich zu eröffnen, Ihr Leben zu bereichern in jeglicher Hinsicht. Und in diesem Sinne, bleiben Sie bitte gesund. Oder wenn Sie es nicht sind, dann werden Sie es. Finden Sie Möglichkeiten. Wir haben heute eine davon vorgestellt. Und schalten Sie vor allen Dingen das nächste Mal wieder ein. Wir würden uns freuen und bis dahin alles Gute für Sie. Ciao, ciao.